Hallo, der David hier von der. Na, eben waren wir noch auf der A42, glaube ich. Wir sind kurz vor der Ankunft in Gelsenkirchen, Wiesmannstraße. Und da wird es heute ein Update geben zu meinem Projekt Body Power Studio 2.0. Was ich euch im letzten Video kurz angedeutet habe. Und wie gesagt, heute. 300 Metern links abbiegen. Heute sofort links abbiegen. Habe ich einen Termin hier bei Gym 80 in dem Zusammenhang und da werde ich euch mal dran teilhaben lassen. Ihr habt ja fleißig kommentiert, vielen Dank dafür und dass euch das interessiert, das Thema Studio, Ausbau, Umbau, generell. Danach sofort links abbiegen. Generell Selbstständigkeit und so der Geschäftsaspekt von meinem Leben so ein bisschen und da gibt es heute ein paar neue Infos. Da sind wir. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Jetzt sind wir hier im Showroom bei Gym 80 in der Wiesmannstraße in Gelsenkirchen. Ich habe schon den ersten Cappuccino bekommen und fast getrunken. Ich bin auch herzlich begrüßt worden. Und jetzt machen wir gleich mal eine Runde im Showroom für euch, dass ihr mal so seht, wie das hier aussieht und was man so alles bei Gym 80 Schönes erwerben kann. So, bei mir ist jetzt der Chimmy, seines Zeichens Inhaber der Firma Gym 80, ne? So darf ich das sagen. Und wir machen jetzt mal eine Runde hier im Showroom, so wie du das üblicherweise machst mit den Leuten. Okay? Genau so machen wir es. Hier können wir jetzt sehen, was ist ein Teil, sehen wir nur, ne? Von den Variationsmöglichkeiten, die es gibt, zum Beispiel hier für die Polster, für den Bezug, für die Bestickung, aber auch hier für die Lackierung von den Rahmen. Wie viele Kombinationen gibt es, sagst du? Über 1 Million. 1 Million Kombinationen, also sollte für jeden was dabei sein, auch hier, ne? Für Damen natürlich. Mal ganz kurz grob gesehen, wie so Geräte entstehen in der Produktion, wie sie lackiert werden und so weiter, beziehungsweise nicht lackiert, sondern pulverbeschichtet. Und jetzt sind wir hier im Versand, dann sind die Geräte schon montiert und fast fertig, aber wie ihr seht, da fehlen noch die Polster und jetzt schauen wir uns das auch noch an, die Polsterei. Langer Arbeitstag in der Produktion geht zu Ende und jetzt kommt noch ein bisschen Büroarbeit. Und die Geräte müssen auch irgendwo draufstehen. Aktuell habe ich in meiner Halle noch so einen 80er Jahre Supermarkt-Discounter-Boden. Ja, der ist zwar irgendwie auch cool, aber nee, wir wollen natürlich einen schönen Boden haben und man braucht dann da, wo mit Scheiben hantiert wird, logischerweise was Robustes, also so ein Gummiboden. Und dann haben wir noch ein paar andere Flächen, da wird es ein Vinylboden reinkommen. Und auch da gibt es natürlich 1 Million Möglichkeiten, ne? Viel zu viel für mich. Und ich glaube, da kann ich mich heute nicht entscheiden. Aber ich darf den Ordner mit nach Hause nehmen. Genau, und, kannst du in Ruhe überlegen. Genau, ein bisschen stöbern, aber andererseits allzu viel Zeit ist auch nicht mehr, weil das muss alles bestellt werden und verlegt werden und
Wir wollen ja vorankommen, ne? Ja, wir haben ja hier, hatte Schimi uns ja eben schon erklärt, 1 Million Auswahlmöglichkeiten. Was natürlich ein bisschen schlecht ist für jemand wie mich, wenn ich hier so wie in so einem Süßigkeitenladen bin. Ja? Und habe dann 1 Million Kombinationsmöglichkeiten. Sind garantiert noch mehr. Weil man kann ja nicht nur auswählen zum Beispiel die Farbe mit dem und dem Polster, sondern ich kann ja auch noch auswählen, was für ein Logo ich da drauf haben will. Und ich kann hier noch auswählen, was für eine Verkleidung ich haben will, in welchem Muster. Die gibt es nämlich zum Beispiel auch in so einem Muster. Beziehungsweise man kann auch, das ist ausgelasert, also man kann das auch individuell nochmal machen, diese Verkleidung. Und dann eskaliere ich natürlich völlig. Aber wir müssen eine Lösung finden. Das war's hier heute aus Gelsenkirchen. Aus dem Gym 80 Headquarter bzw. aus der Produktion. Ihr habt ja gesehen, ich baue das Body Power Studio aus und um und wird größer und besser und mehr. Und heute habt ihr mal gesehen, wie so Geräte gebaut werden und wie so ein Prozess so ein bisschen funktioniert, wie die ausgesucht werden, was es da vielleicht zu beachten gibt oder wie schwer das ist für mich, sich zu entscheiden. Ich hoffe, das Video war interessant für euch, hat euch gefallen. Ihr könnt wie immer gerne kommentieren, teilen, liken, Fragen stellen. Was hat euch gefallen? Was wollt ihr noch sehen? Was sollt ihr noch wissen? Und gerne abonnieren, Glöckchen anklicken vom Kanal. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es ein neues Video gibt. Und ansonsten schaut euch noch das erste Video an zu der Serie und es wird noch weitere geben. Bis dann, guten Pump und tschüss. So, lass heimfahren. Scheiße, kein Eiweiß mehr. Wieder bestellen. Also gilt übrigens auch für euch, wenn ihr 10% sparen wollt, Code HOFF10 im Rep One Shop, 10% aufs gesamte Sortiment und ihr supportet mich und Rep One, der Kanal für gepflegte Bodybuilding-Unterhaltung in Deutschland. Danke, tschö. Thank you.